Zum 19. Mal vergab der BDVT, der Berufsverband für Trainer, Berater und Coaches, in diesem Jahr auf der Zukunft Personal, Europas größte Fachmesse für Personalmanagement, den begehrten internationalen deutschen Trainingspreis. Aus den eingereichten Trainingskonzepten hatte die Jury zunächst die 20 Finalisten ausgewählt. Diese mussten ihr Konzept dann in der Finalrunde auf der Zukunft Personal den Mitgliedern der internationalen Jury präsentieren. Erst danach, so sieht es das Preisverfahren vor, vergibt die Jury die Preise für den internationalen deutschen Trainingspreis. Im Namen des BDVT eröffnen wir die 19. Preisverleihung des internationalen deutschen Trainingspreises. Bei der abendlichen Gala zur Preisverleihung hob BDVT-Präsident Klaus von Kutschenbach die hohe Qualität der eingereichten Trainingskonzepte hervor. Dass dieser Preis nach wie vor einzigartig ist. Ausgezeichnet mit dem Internationalen Deutschen Trainingspreis in Bronze wurden die Martin Limbeck Trainingsteam GmbH und ihr Auftraggeber die E-Plus Direct Sales für das Konzept Management by Sales. Meistens verdient daran und von daher hat er das gut hingekriegt. Der Auftraggeber hatte sich gewünscht, dadurch, dass der Mobilfunkmarkt ja sehr umkämpft ist draußen, dass wir begleiten das Change Management. Was heißt das? E-Plus hatte genauso wie alle anderen Mobilfunkanbieter 24-Monats-Verträge, hat auch im Business-Kundenbereich, also im B2B, umgestellt auf BS Professional. Was heißt das? Kunde kann monatlich ab und zu buchen seine Optionen, ob das eine Handy-Flat ist, ob das eine SMS-Flat ist oder eine Online-Flat. Und dadurch hat sich der Markt halt komplett geändert vom reinen 24-Monats-Laufzeitvertrag verkaufen auf Lösungen. Ja, früher wurde ja viel im Mobilfunkbereich abgelöst, Verträge gegengerechnet, das ist dort komplett weggefallen. Und das war das Spannende, einfach ein Change Management einfach im Kopf über die Einstellung hinzubekommen bei den Verkäufern, mehr Lösungsverkauf zu machen, näher am Kunden zu sein, den Kunden noch enger unter seine Fittiche zu nehmen und zu beraten. Und das war das Spannende an dem Konzept und wir haben eben alle Führungskräfte mit ins Boot genommen, wir haben alle Teilnehmer mit ins Boot genommen, haben Best Practice gemacht von den Top-Performern, was machen die Besonderes, also Modeling of Excellence, was sind deren Stärken, um die auf andere Verkäufe im Unternehmen zu übertragen, weil wir stellen oft fest als Trainer, als Externe, dass die eigenen Ressourcen zu wenig genutzt werden. Das Ganze haben wir noch begleitet mit Vor- und Nachgespräch vom Seminar für die Nachhaltigkeit. E-Plus stand ganz wichtig im Vordergrund über die Personalentwicklung und den Direktor, den Thomas Lang, dass die Nachhaltigkeit gewährleistet ist. Und das haben wir ganz gut mit dem Konzept hinbekommen und wir haben also um 100% die Neukundenrate zum Beispiel gesteigert und diesen Prozess halt über 12 Monate begleitet und hat super viel Spaß gemacht. Wir sind noch enger zusammengewachsen. Wir kannten das Unternehmen jetzt schon mal aus früheren Zeiten. Das hat es ein bisschen einfacher gemacht und wir sind seit ewigen Zeiten auch im Mobilfunkmarkt drin. Wir haben also fast alle in diesem Bereich trainiert. Von daher war das ein super Zusammenspiel und E-Plus und das Martin Limbeck Trainingsteam sind sehr gut zusammengewachsen. Und großes Kompliment an meinen Trainer und Partner Rolf Bielinski, der das Projekt hauptsächlich begleitet hat. Während der gesamten Zukunft Personal hatte die Martin Limbeck Trainingsteam GmbH die Möglichkeit, ihr ausgezeichnetes Konzept interessierten Messebesuchern am Stand des BDVT zu präsentieren.